Als Nicht-Muslime damals den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und dem Islam als Satanswerk bezeichnet haben, wurde folgende Koranvers offenbart, in dem das wahre Werk und die Existenz Satans beschrieben wird. In Sura 26, Vers 210 und ab 221 bis 225 steht geschrieben, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تنزلت به الشياطين هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Sinngemäß Übersetzung: Nicht die Satane sind mit ihm herabgekommen. Soll ich euch kundtun, auf wen die Satane herabkommen? Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. Sie hören hin, und die meisten von ihnen sind Lügner. Und die Dichter, es folgen ihnen die Verirrteten. Siehst du nicht, dass sie jeden Tag ziellos umherwandern? Anhand diesen Vers können wir also feststellen, zu welchen Leuten Satane herabkommen. Welche Menschen waren das? Zuerst wurden hier die Lügner genannt. Fällt euch Christen hierzu etwas ein? Kennt ihr die Geschichte von Jakob, Esau und der Mutter? Isaac war schon alt, als er seinem Sohn Esau den Bund geben wollte, den Segen geben wollte. Damit war aber die Mutter und Jakob nicht einverstanden. Weil Jakob doch der jüngere Sohn von Isaac war, musste der Bund mit Esau abgeschlossen werden. Also hat die Mutter Jakob dazu angestiftet, sich bei ihrem Vater als Esau auszugeben. Isaac war aufgrund seines hohen Alters schon blind und hätte dies eh nicht gemerkt. Die Mutter hat ihren Sohn zum Lügen angestiftet. Er hat dies auch getan und hat den Bund, der mit Esau abgeschlossen werden sollte, für sich in Anspruch genommen, mit Hilfe von Lügen. Und Gott hat das alles in der Bibel zugelassen, die ganzen Lügen. Oder kennt ihr die Geschichte, die uns erzählt, dass Abraham, was seine Beziehung mit Sarah angeht, auch gelogen hat? Er hat gesagt, dass Sarah seine Schwester sei und nicht seine Frau. Merkt ihr denn nicht, wie der Satan die Bibel erdichtet hat? Er lässt euch glauben, dass die großen Propheten, die allergrößten Propheten, die eine so große Rolle spielen, gelogen haben. Aber das haben sie nicht. Es steht aber so in der Bibel. Weil die Bibel nicht nur aus Gottes Wort besteht, Satan hat die Menschen so beeinflusst, dass diese die Propheten als Lügner dargestellt haben. Denn zu Satans Werk gehört sicherlich auch das Verbreiten von Lügen. Fällt euch hier etwas auf? Wisst ihr, dass die Christen von ihren Sünden befreit sind, weil sie denken, dass Jesus für ihre Sünden gekreuzigt worden sei? Aber dieses Thema werden wir ein anderes Mal detaillierter ansprechen. Man hört heutzutage so viele Lügen, zum Beispiel wird behauptet, dass Muslime einen Mondgott anbeten würde, was eindeutig absurd ist. Denn es gibt keine Stelle im Koran oder in einem Hadith, in dem so etwas steht. Aber die Menschen erdichten sich solchen Unfug und verbreiten so Lügen über den Islam. Hierzu bitte ich euch auch, euch das demnächst erscheinende Video "Ist Allah ein Mondgott?" anzuschauen, wen Interesse besteht. Und Muslime fällt so etwas auf. Wir erkennen Lügen über unsere Religion. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Muslim kann feige sein, ein Muslim kann sogar geizig sein, aber ein Muslim wird nie und nimmer lügen. Oder ein Muslim darf niemals lügen. In der Tat gibt es Muslime, die geizig oder feige sind. Aber das, was unsere Religion verabscheut, ist das Lügen. Und das wird die Gemeinde des Propheten auch immer verabscheuen. And so that's why the Shahada, the central confession of Islam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhammadullah ar-Rahman ar-Rahim, there is only one God. And thus the other prophets in Islam, Nuha, Noah, Bahruk,
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. I was born overseas in Stockholm, Sweden. I was born in Istanbul, Turkey. I was born overseas in Stockholm, Sweden. I was born in Istanbul, Turkey. Als nächstes zeige ich euch einige Verse aus dem Koran über den Satan und darüber, dass der größte Feind des Menschen ist. In Surah 2, Vers 208 steht geschrieben: Oh, ihr glaubt, tretet allesamt in Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. In Surah 12, Vers 5 steht geschrieben: Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. In Surah 17, Vers 53 steht geschrieben: Der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. In Surah 28, Vers 15 steht geschrieben: Er sagte, das gehört zum Werk des Satans, gewiss, er ist ein deutlicher Feind, der in die Irre führt. In Surah 35, Vers 6 steht geschrieben: Gewiss, der Satan ist euch ein Feind, so nimmt ihn euch zum Feind. Er ruft seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerblut zu gehören. In Surah 43, Vers 62 steht geschrieben: Der Satan soll euch ja nicht abhalten, gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Wie kann der Koran das Buch vom Satan sein, wo der Koran uns doch schwarz auf weiß wiedergibt, dass der Satan der Feind der Menschen und Gottes ist? Satan würde von sich aus doch niemals sagen, dass er der größte Feind Gottes und der Menschen ist. Er wird sich als unser Freund ausgeben und die Menschen mit seinen Vorhaben und Lügen in die Irre führen. Ich frage euch, welche andere Religion teilt uns noch mit, dass Satan der Feind Gottes und es der Menschen ist? Doch es wird in keinem Buch außer dem Koran erwähnt. Und warum? Weil der Koran die vollkommene Botschaft Gottes ist. Irakische Christen beim Gottesdienst, unauffällig dabei amerikanische Missionare. Die Kirche ist ihr Basislager. Von hier aus wollen sie den Irak bekehren. Tom White hat seine Haare gefärbt. Wir tarnen uns als Touristen. Ich nehme diese Brille, färbe die Haare schwarz, falscher Bart und so weiter. Im Nachbarzimmer hatten wir tonnenweise christliche Literatur. Insgesamt haben wir im Irak Zehntausende solcher bunter Bibeln verteilt. Kinderbibeln, das Leben von Jesus und so weiter. Gospel booklets with mainly a scripture like the life of Jesus. Christians are always should be interwoven. Wir Christen sind permanent in einem heiligen Krieg. Der Mann mit den Kinderbibeln ist der Boss einer millionenschweren Organisation mit einem bezeichnenden Titel: Voice of the Martyrs, zu Deutsch Stimme der Märtyrer. Märtyrer, so nennt man hier Christen, die im weltweiten Krieg für die religiöse Sache fallen, für Gottes aggressive Liebe. Dieser Krieg ist eine Materialschlacht. Mit Propaganda und Hilfsgütern sollen die Iraker zu Christen bekehrt werden. Im Internet zeigen die radikalen Christen, wie sie als angebliche Helfer den Irak zum Christentum bekehren wollen. Die Southern Baptist Convention unterstützt den Krieg von George Bush und der bedankt sich bei ihnen. Sie repräsentieren über 16 Millionen Baptisten im ganzen Land und dazu noch die vielen Missionare fern unserer Heimat. Und alle fühlen sich berufen, das Wort des Herrn zu verbreiten und Gottes Königreich zu verkünden. Einer davon sitzt hier im Pentagon und koordiniert die Jagd auf Osama bin Laden, General William Boykin. Wenn er nicht gerade Islamisten jagt, tritt er gern bei den radikalen Baptisten auf. Es geht nicht um Osama bin Laden.
Der Feind steht im Reich des Spirituellen. Und dann sagt der General noch etwas, nur auf Tonband dokumentiert. Für einen Moslem eine unglaubliche Provokation. Mein Gott ist größer als seiner. Und weiter? I knew that my God was bigger than his. I knew that my God was a real God and his was an idol. Sein Gott ist ein falscher Gott, ein Götze.